mehr Bücher. Da kommt so eine Tasche hin. Das ist halt... Hiermit ist das so ein bisschen doof. Egal, dann kommt das so hin. Das kommt damit hin. Okay. Warte mal. Da noch so eine Kerze hin. Huch. Okay, da ist halt eine komplett unsichtbare Wand. Okay. Ich kann mich hier noch nicht mehr hinsetzen. Obwohl da steht Sitz. Egal. So. Das mache ich dahin. Kommt das hin? Und dahin. Und Kerzen drauf. Ja gut, das hat hier drin eher weniger Platz. Und... Huch. Hier. Jo. Hier kann ich auch noch einen zum Hinpacken. Oh mein Gott, du musst dein Haus verbessern, um weitere Räume hinzuzufügen. Ich kann Stockwerk machen. Oh mein Gott. Ob ich es liebe? Mhm, tue ich. Ich mache erstmal Schlafzimmer 1. Mal gucken. Jetzt will ich erstmal in den Lurk, wenn es okay ist. So, erstmal die Schatzkarten in FF. Habe ich aber auf dem Chat. Ich will schreiben. Alles gut. Macht das. Viel Spaß bei den Schatzkarten. Das brauche ich nicht. Das kommt mal dahin. Das kommt dahin. Weil das bräuchte ich halt eigentlich auch nicht. So. Und dieser Raum hier. Jetzt bin ich einfach zum Hosen hier umgestiegen. Ich glaube, das ist ganz gut. Erst einmal. Nein. Das wäre doof.
Schade, das kann man leider. Leider nicht machen. Auf mal weg. Ich weiß doch nicht, wie ich den Raum gestalten will. Inaxalos, vielen lieben Dank für dein Raid. Dankeschön. Herzlich willkommen, ihr Lieben. So, ja, aber ganz kurz. Was habt ihr gemacht? Wie war euer Stream? Vielen lieben Dank. Welches Shoutout kommt sofort? Fallout 76. Sehr nice. Iron, hallöchen. Und Strike, hallo. Willkommen hier. Ich verschwinde danach auch schon wieder wegen Hunden. Eine Mischung aus Sea of Thieves und Fallout 76. Sehr, sehr geil. Dann kümmere dich mal schön um die Wauties. Danke für den Raid. Hoffe ich, dass euer Stream entspannt und gut war. Packe ich mir hier einfach die Spiele-Dings rein? Oh, Strike, danke schön für den Follow. Und herzlich willkommen hier. Herzlich willkommen bei den Sampfoten. Wir sind hier gerade ein bisschen in Dreamland Valley noch. Und ich gestalte gerade so ein bisschen unser Haus. Huch. Verpeile die Steuerung immer noch ein bisschen. Aber ja, es passt schon. Wie gesagt, so ein bisschen gestalten wir hier gerade. Klatsche gefühlt alles rein, was nicht niet- und nagelfest ist. Und falls ihr Lärm von oben hört, das ist mein Verlobter, der räumt da gerade einiges rum. Wir sind nämlich gerade am Renovieren und das könnte ein bisschen laut werden. Also wenn ihr was hört, das ist meine bessere Hälfte. Kramt da gerade rum. Ich glaube aber, wir haben fast alles hier, was ich haben wollte. Ich habe nur leider nur keinen Schreibtisch. Wobei, nee, das ist gruselig im Schlafzimmer. Aber wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet alle ein wundervolles Wochenende. Das ist so viel reingeklatscht. Das wäre zu viel reingeklatscht. Das reicht erstmal. Das ist halt eigentlich am unnötigsten, aber egal. Eigentlich am unnötigsten ist, dass hier eine Tür, durch die man nicht durchgehen kann. Jo. Also wir spielen jetzt noch eine knappe Stunde Dreamlight Valley tatsächlich. Danach werde ich Richtung F14 abswitchen. Und ab 20 Uhr bin ich dann wieder mit Goldfield und Co. unterwegs. Also, ne, am Spielen. Weil sonntags ist dann immer mittlerweile wieder Together Abend mit einem Kumpel. Und ja. Mal schauen. Wie gesagt, eigentlich sind wir gerade dabei, ein Gericht zu kochen. Nachdem ich mich dazu habe hinreißen lassen, das Haus zu renovieren. Da drin. Eine Lauchsuppe wie sie. Oh mein Gott. Kann ich das schon? Habe ich schon Lauch? Weiß es doch nicht. Doch, habe ich. Aber ich habe es gerade nicht da. Ich habe keinen Lauch. Remy, ich kann leider nicht für dich kochen. Ich habe keinen Lauch. Jo. Und weil mir jetzt einige Zutaten fehlen, muss ich Zutaten kaufen. Um danach auch wieder Geld zu machen, ein bisschen. Ich bin jetzt wieder pleite. So. Da fehlt immer noch der Lauch. Nein. Paprika-Gebäck. Automatisch auffüllen. Und ich habe keinen Platz mehr.
kommt die Hortensie raus. Die Hortensie braucht keiner. So, wir haben alle Gerichte für Maui. Ich muss immer noch gucken, dass wir jetzt nein. Gerichte, nein, Zutaten. Aua. Okay, vergesst das Land. Ja, das dauert, bis ich wieder in den Lauch komme. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den Lauch her hatte. Ich habe ein einziges Mal einen Lauch gehabt. Ich weiß, wie gesagt, nicht woher. Weil das vergessene Land ist da. Wir haben gerade das hier freigeschalten. Hier unten. Wir arbeiten uns so langsam, aber sicher vor. So, da ist Maus reich. Hallo Maui. Hey, wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Hey, dieses Essen ist ziemlich gut. Ich weiß nicht. Erzähl mir mehr über dieses Dorf, das Vajanas neuer Lieblingsort ist. Ich soll das Dorf regieren, aber ich kämpfe gegen dieses Vergessen. Eine mystische Gefahr, was? Ich habe einiges davon bekämpft. Dämonen, Riesenkrabben, Stürme, was auch immer. Du glaubst mir nicht? Sieh dir die Tattoos an. Wie ich sehe, brauchst du meine Hilfe. Du weißt vielleicht nicht viel über mich, aber ich denke, ich wäre bereit, dein kleines Dorf zu besuchen. Das könnte lustig werden. Ich werde dafür sorgen, dass du im Dorf deine Unterkunft bekommst, die eines Halbgottes würdig ist. Wir müssen ihn immer so ein bisschen bezitzen. Quasi. Ja, mach das. Okay, ich bin raus. Stell die friedliche Grotte ins Wasser. Okay, also wir dürfen jetzt gucken, wo wir Mauis Ort hinpacken. Wir packen ihn einfach neben Ursula. Nachbarn. Wie weit kann ich rausholen? Oh. Da ist Ursulas Grotte. Packen wir direkt daneben. Nein. Ich würde sagen. Dann sind sie quasi Nachbarn. Dann können Vajana und Maui sich täglich die Köpfe einschlagen. Klar, von hier aus kann ich nicht porten, oder wie? Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder an Geld kommen. Weil ich mir das wieder nicht leisten kann, was die da brauchen. Hallo? 5000! Mhm. Okay. Ja. Hat einer Vajana gesehen? Da ist Mini gerade wieder aufgetaucht. Weißt du nicht, wo sie abgeblieben ist schon wieder? Und hallo, Ryder. Ich vermute jetzt einfach mal. Ah, ne, das ist. Remy. Ursula. Mir geht's soweit gut. Und selbst? Ich hoffe, es geht dir auch gut. Und ich weiß nicht, wo Vajana ist. Vajana ist abhanden gekommen. Wally, bleib mal stehen. Soweit okay. Okay. Ich hoffe aber, du hattest ein recht ruhiges Wochenende. Ich habe eine Erinnerung gefunden.
Dichtern gesehen. Wir müssen herausfinden, was sie bedeutet. Hm, Wally? Ich weiß, dass die Erinnerung einfach verworren ist. Weißt du, was das für eine Maschine ist? Ach, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Es klingt, als würdest du sie erkennen. Kannst du mir sagen, was das ist? Entschuldige, ich habe vergessen, mit wem ich spreche. Ich werde versuchen, es zu raten. Ist die Maschine ein Kommunikationsgerät? Nein. Nicht? Nun, ist die Maschine deines Raumschiffs? Nein. Okay. Dann ein Müllsammler. Okay, auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, das zu erraten. Hm. Oh, du willst, dass ich dir folge? Na gut, geh voran. Vielleicht finde ich in der Zeit die Havaianer. Immer ein bisschen neugierig betrifft was. Ja, mich interessiert eigentlich nur, wo Vajana ist. Ich will mit dir leveln. Vajana weigert sich. Ist sie ausgeflogen? Solange die sich da unterhalten. Dann gehe ich halt Steine alleine sammeln. Wenn sie verschwunden ist. Nicht der Iris, Speedy verloren gehen. Huch, das ist vorbei. Dieser Ort hier ist der Knüller. Hi. Geht halt auch nicht weiter. Anna. Nee. Vajana will nicht. Okay, habe ich irgendwas? Okay. Das ist ein Lurk. Ah, das ist klar, Ryder. Mach das. Denn viel Spaß im Lurk. Bananen. Beeren. Dann nochmal Bananen, die kann ich auf die Seite packen. Die habe ich doch da auch schon gesehen. Genauso wie die hier. Wo sind sie hin? Da. Da. Die auch. Juh. Perfekt. Garnele. Davon habe ich jetzt schon hier was gesehen. So. Ich habe ja jetzt auch noch mal zigtausend Lebensmittel. Okay. So. Dann. Steine sammeln. Vajana. Nö. Nö, Vajana will nicht mehr.
dann ist das halt so. Dann hat sie halt die A-Karte. Muss ja halt zusehen, wie sie nach oben gelevelt wird. Wobei, ich habe in dem Sinne auch die A-Karte. Egal, Goofy, du kommst jetzt mal mit. Oder? Hey, ah, nee, du warst zum Angeln. Nee, du warst angeln. Mal alles gut. Ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Du warst zum Angeln da. Wenn ich Merlin oder Wally sehe. Wally ist relativ nutzlos. Der hat mir ja so gut wie die Steinchen gegeben. Dann angebe ich mir mal ein Problem bei. Hallo Luna. Was machst du am PC, wenn du krank bist? Gehören kranke Katzen nicht ins Bett? Eigentlich? Nein! Komm halt doch durch. Alter, ich krieg auch keinen Stein hier, ne? Was macht ein krankes Neko am Handy? Handy weg und auskurieren und schlafen. Hi, Christoph. Das ist Wally, glaube ich. Hi. Schön zu schauen. Aber du sollst ins Bett und sollst dich ausruhen. Wer krank ist, soll sich ausruhen. Also. Handy weg. Ausruhen. Hey, du. Ist ja so nicht so viel, was ich verkaufen kann. Oh, hey, wir haben schon mal 2000. Ich liebe auch schöne sonnige Tage. Nein, das sind alles Sachen, die ich nicht brauche. Wally. Mach deine Musik was. Ist mir da einen ins Ohr. Oder so, damit Maui hier wohnen kann. Gut, ich könnte auch andere Dinge sammeln. Aber bei den meisten Sachen denke ich mir, nee, die will ich nicht verkaufen. Die meisten Sachen bringen auch nichts zum Verkaufen. Zitronen. Also wir nehmen Ratatouille, mein Lieblings-Disney-Film. Echt? Also mit Wally konnte ich nie sonderlich viel anfangen. Ich fand Wally immer niedlich, aber war nicht so meins. Also bei mir schwankt es tatsächlich bei den Lieblings-Disney-Filmen zwischen König der Löwen und Schön und das Biest. Aber eigentlich sind beides auf Platz 1. Ja, Ratatouille war noch niedlich. War richtig cool. Aber das waren alles so Filme, die zur Teenager-Zeiten dann ja so kamen. Wo es dann langsam in die Pubertät ging. Oh, das war für mich dann schon nicht mehr so mein Disney, was ich halt von klein auf kannte. Scheiße, jetzt bin ich in das Szenen reingerannt. Egal.
Passt. Was passiert denn jetzt schon wieder? Mann. Ich wollte nur Steine sammeln. Was passiert, wenn man plötzlich Steinchen sammelt? Ich schalte diese 6 lieber. Ja, und beachte mal unseren Altersunterschied, Luna. Da war ich etwas... etwas älter. Also dezent. Dezent älter. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Warum ist denn jetzt schon wieder alles dunkel? Okay, warte, ich muss einmal auf Hauptstory schalten. Forsche die Hütte im Inneren des riesigen Baumes. Ich muss da rein. Okay, da muss ich rein. Alles klar. Was will denn hier schon wieder? Achso. Okay. Einmal betreten. Machen wir mal Hauptstory, obwohl ich es noch gar nicht machen wollte. Nett hier! Oh, hallo, Schatz. Hi. Endlich hat es jemand geschafft, die Tür zu meinem Gefängnis zu öffnen und mich zu befreien. Oh. Du bist es. Wir wurden schon mal begegnet. Ha, du siehst aus wie... Nein, mein Fehler. Das muss wohl an deinem furchtbar alltäglichen Gesicht liegen. Sind wir nicht allein, bitte, Luna? Luna? Was? Dufte was? Ha! Ich hab dich nur geneckt, Schätzchen. Nimm nicht immer alles so ernst. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Herrscherin hat dich hier eingesperrt. Warum? Na? Schön, ich gebe es zu. Ich habe vielleicht ein klein bisschen mit dunkler Magie herumgespielt. Ich habe bloß versucht, einen Fluch zu erfinden, der jemanden wohlbehütet einsperrt. Warum sollte man sich mit einem geheimen Turm abmühen, wenn man das einfach mit Magie tun kann? Das ist böse. Böse? Sei nicht so melodramatisch, Schätzchen. Nur weil ich dunkle Magie nutze, heißt das nicht, dass ich böse bin. Nun, ich gebe zu, der Zauber ist vielleicht ein wenig außer Kontrolle geraten. Man könnte sogar sagen, er droht, das ganze Tal zu zerstören. Ich schätze, ich habe keine Ahnung, wie mächtig ich bin. Nun, dann hat unsere Herrscherin beschlossen, den Bann gegen mich auszusprechen und mich hier einzusperren. So sehr ich es schätze, dass du mich befreit hast, aber ich fürchte, du hast einen schrecklichen Fehler gemacht. Was soll das heißen? So wie ich durch meinen Fluch hier gefangen war, war auch der Fluch mit mir hier gefangen. Jetzt, da du mich befreit hast, hast du meine dunkle Magie auf das ganze Dorf losgelassen. Was für ein Chaos du angerichtet hast. Und wie bringe ich es wieder in Ordnung? Nun, das wird nicht einfach. Aber wenn wir die Kugel wieder in die Säule des Vertrauens legen können, könnte das die lästige dunkle Magie vertreiben. Du hast Glück. Ich weiß zufällig, wo die Kugel versteckt ist. Und sagst du mir, wo sie ist? Oh, ich liebe deine Manieren, Kindchen. Da du höflich bist, werde ich dich in mein kleines Geheimnis einweihen. Die dunkle Magie zu nutzen, die ich für meinen Fluch brauche, muss ich die Kugel des Vertrauens aus der Säule reißen. Beeil dich. Lass uns zur Säule des Vertrauens gehen. Gott, ich kann diese Frau nicht ab. Ist eine Limo aus den 90ern. Die gibt's aber wieder. Gibt eine Limo, die so heißt. Ich verklag die. Naja, die Limo heißt ja Luna. Und du hast Luna. Also... Wie heißt du fast? Also sie heißt ähnlich wie du. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Ja. Siehst du die schwimmende Insel da drüben? Dorthin habe ich die Kugel des Vertrauens geworfen. Du kannst versuchen, sie zurückzuholen. Aber nur, wenn du weißt, wie du dir Flügel wachsen lässt. Die Brücke zu dieser Insel ist vor langer Zeit zusammengebrochen. Noch ein Wort der Warnung zur Kugel des Vertrauens. Du kannst sie zwar sehen, aber du wirst sie nicht anfassen können.
Ich habe einen Zauber gesprochen, um sie zu verbergen. Aber er hat ein bisschen zu gut funktioniert. Sie befinden sich jetzt zwischen den Welten. Wie im Traum, kurz vor dem Aufwachen. Kannst du nichts dagegen tun? Wenn ich könnte, hätte ich das schon längst getan. Versuch's bei Merlin. Lass den alten Zauberer mal was Nützliches tun. Du bist noch hier? Ich hasse Gotel. Jetzt ist alles wieder dunkel. I hate it. Und warum ist da so komischer Rauch in den Häusern? Nein, 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 das will ich nicht. Ja, war klar. Und es sind natürlich alle eingesperrt. Ja, Merlin. Komm raus. Wo bist du? Er sagt, dass du bei dir zu Hause bist. Okay. Da unten ist er. Ich will mehr Sachen von früher, Fufu-Yogo zum Beispiel. Sagt mir gar nichts. Also sein Name, ja. Aber ich wüsste es jetzt nicht mehr, was das... wie das genau aussah. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kenne. Vielleicht verwechsel ich das auch schon wieder mit irgendwas anderem. Leute? Hat sich das mit diesem Zauberspruch gebracht? Deine Hände bleiben dabei auch nicht so, Alter, aber was? Super mega Becher mit einem Spielzeug in der Mitte. Okay, warte mal. Warte mal ganz kurz. Ach, das war's. Ich guck mir gerade Bilder an. Okay, vom Sehen her kenne ich es, aber gegessen habe ich es, glaube ich, nie. Vom Aussehen her kenne ich es. Ja, gut. Hätte ich geliebt als Kind. Ja. Ich weiß gar nicht, was hatte ich als Kind. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als Kind gegessen habe. Gab es auch irgend so ein... ich glaube Monte. Hieß das Monte? Dieses weißer und schwarzer, weißer und brauner Pudding mit so einer Ringelform. Ich glaube, das war Monte, ne? Glaube ich. Denke ich. Bin mir unsicher. Wie typisch. Immer überlassen bärtige alte Knacker den Hexen die ganze Drecksarbeit. Den Hexen und dir, so wie es aussieht. Sag mal, Daria, bist du bereit zu tun, was nötig ist? Das hoffe ich. Hier gibt es doch Munde. Echt? Ich bin nicht so oft einkaufen. Das Frisches kauft ein. Aber ich wusste nicht, dass es die noch gibt. Es gab früher auch so ein Eis. So Eisbecher. Und da war ein Spielzeug drin. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau für... war auf jeden Fall so eine Hexe drin, so ein Zauberer und ein Knochenritter und keine Ahnung was. Das hatte ich auf jeden Fall ganz viel. Da habe ich die Figuren heute noch von. Gibt es aber, meine ich, nicht mehr. Ich habe zumindest damals ein Haus nicht gesehen, als ich mit Frosches da war. Ich bin ein Fuchs. Jetzt wissen wir Iron. Aber ich glaube, Luna meint wegen dem, wenn du mit deinem Horn durch die Gegend rennst. Ne? Mit deinem Hörnchen.
Auf dem Kopf. Power, genau das, Iron. Genau das. Hoffnung? Hoffnung ist etwas für idealistische Narren. Wenn du helfen willst, solltest du aus einem stärkeren Holz geschnitzt sein. Nun, Schätzchen, einige von uns haben es geschafft, sich von der dunklen Magie zu befreien, die im Dorf wütet. Aber wir müssen etwas aufgeben, um die anderen zu befreien. Merlin schenkt mir sein Vertrauen. In Anbetracht unserer Vorgeschichte könnte das genug Opfer sein. Was mich betrifft, so opfere ich meinen Stolz für das Allgemeinwohl. Ganz schön nobel von mir, findest du nicht? Bleibt doch Christoph. Er hat den Fluch abgewehrt, bevor er ihn einsperren konnte. Es liegt an dir, etwas von ihm zu bekommen. Das größte Opfer von allen. Seine Liebe. Er muss bereit sein, all seine Erinnerungen an seine liebe Anna aufzugeben und das Dorf zu retten. Das ist ja furchtbar. Ich kann nicht. Du musst. Es ist die einzige Hoffnung, deine Freunde zu retten. Zuletzt brauchen wir noch ein paar Zutaten, um den Zauber zu vervollständigen. Hol dir ein paar dieser Traumscherben und Nachtscherben. Wenn du alles hast, was wir brauchen, treffen wir uns in der Grotte, in der wir uns zuerst getroffen haben. Ich werde den Zauber dort ausführen. Danke sehr. Das will ich nicht. Und jetzt hinfort mit dir. Das will ich aber nicht. Danke, aber nein, danke. Hallo, Merlin. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja. Da hier, diese ganz dunkle Magie ist also das Werk von Mutter Gothel. Ich hätte es wissen müssen. Jetzt sollten sie im Auge behalten. Oh, ich werde Mutter Gothel im Auge behalten. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist jemand, der sich mit Flüchen und dunkler Magie herumschlägt. Die meisten Dorfbewohner sind durch diesen vermaledeiten Fluch in ihren Häusern gefangen. Ursula und ich konnten uns nur befreien, weil wir selbst etwas Magie eingesetzt haben, um ihn abzuwehren. Diesen Fluch zu brechen, müssen wir die Säule des Vertrauens wiederherstellen. Aber das könnte einen schrecklichen Preis haben. Ich kenne einen Zauberspruch, der funktionieren könnte, aber er ist gefährlich. Verlangt Opfer, die du vielleicht nicht bringen willst. Der Zauber wird dich an einen anderen Ort bringen, irgendwo zwischen hier und dort, wo die Kugel des Vertrauens versteckt war. Es ist nicht leicht, dorthin zu gelangen, und es ist gefährlich, dort festzusitzen. Kann ich zurückkommen? Die Magie, die wiederhergestellten Säule des Vertrauens, sollte ausreichen, um dich ins Dreamland Valley zurückzurufen. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass man der Meerhexe trauen kann. Was ist das hier und dort? Es ist ein Ort zwischen beiden Welten, der aus reiner Magie besteht. Im Hier und Dort gelten die Regeln unserer Welt nicht. Man kann durch Dinge gehen und Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Man könnte es sogar wagen, in der Luft zu gehen. Aber normalerweise kommen Dinge oder Menschen, die ins Hier und Dort gehen, nie zurück, um zu erzählen, was sie gesehen haben. Das ist der Zauber. Einer, für den du Ursulas Hilfe brauchst. Ich fürchte, diese Art von Magie ist nicht meine Spezialität. Und jetzt okay, wir haben also keine Wahl. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Nachtscherben habe ich auch, dir beim Zauber zu helfen. Oh, scheiße. Ich will nicht. Du blöde Kuh! Warum muss sie nochmal in Nähe dieses Baums kommen? Oh, Mann. Und Nachtscherben. Wo ist Christoph? Da hinten. Ich will nicht, ich will nicht. Hi. Hallo. Was ist denn hier los? Überall ist diese dunkle Magie. Ich habe es kaum geschafft, sie abzuwehren. Es ist ein Fluch, den Mutter Gothel ausgesprochen hat. Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu brechen. Ich tue alles. Sag mir, was du brauchst. Du musst zustimmen, deine Liebe zu Anna aufzugeben. All deine Erinnerungen an sie. Was? Das ist doch verrückt. Anna bedeutet mir alles. Ich werde meine Erinnerungen an sie nie aufgeben. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Das heißt, es ist auch die einzige Hoffnung, die Anna hat. Schatz, ich habe keine andere Wahl. Er ist der Kerl, nicht Hans? Nein, Hans war der andere.
Hans war mal nicht der andere. Den Anna als erstes, glaube ich, erraten wollte. Mit seinen, keine Ahnung, wie vielen Brüdern der hatte. Und Christoph war dann ihre wahre Liebe. Teufelsbruder, okay. Und hallo Teufelsweib. Ja, die Anzahl der Brüder habe ich mir da nicht gemerkt, aber okay, gut, ja. 12 Brüder, Halleluja. Kein Wunder, dass der Gaga im Kopf war. Ich hoffe, es geht dir gut, Teufelsweib. Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, das Tal zu retten, werde ich es tun. Die Liebe, die ich für Anna empfinde und ihre Liebe für mich, wird alles überstehen. Vertraue darauf, dass du mir hilfst, meine Erinnerung zurückzubekommen. Aber für den Moment werde ich sie aufgeben. Oh, hey, ich will nicht. Nein, das will ich nicht. Ja, soweit. Ist hier einge... was ist irgendwie? Aber wird schon. No. Hoffen wir mal. Ich will dich. Ich will dich mit Ursula zusammenarbeiten. Achso, in der wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Das ist nicht die. Ich wollte gerade zu ihr nach Hause gehen. Na, aber die Höhle ist da vorne. Oh. Ich hasse das, mit Ursula überhaupt irgendwas zu machen. Das ist. Nee. Hi. Ja. Du bist hier. Endlich. Der Junge hat akzeptiert. Du bist wirklich sehr überzeugend, Eldaria. Ich bin fast beeindruckt. Jetzt musst du noch ein Opfer gebracht werden. Deines. Ich brauche deine Magie. Das ist ein Trick. Ein Trick? Mach dich nicht lächerlich, Eldaria. Ich habe größere Pläne mit dir, als dir nur deine Magie zu nehmen. Ich habe vorhin Ariel gesehen, also nein. Oh Gott, das will ich nein, bitte nicht. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, gibt's die Mutter Gotel. Sie hat diesen Fluch geschaffen. Er wird uns für immer plagen, wenn wir ihn nicht beenden. Jetzt, da ich alle Zutaten habe, kann ich den Zauber wirken. Reise ins Hier und Dort, hol die Kugel des Vertrauens zurück und hebe den Fluch auf. Trudel nicht herum, Schätzchen. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Ach nö, komm schon. Das bedeutet nie was Gutes, wenn man mit der Frau zusammenarbeitet. Yay, ich bin durchsichtig. Gib die Zutaten an Ursula weiter. Hol die Kugel des Vertrauens. Ja, warte. Oh mein Gott, ich hätte lassen Fußstapfen. Okay. Könnte ich jetzt Mini normal sehen? Mini läuft da auch so komisch rum. Weiß nicht, wo ich hin muss. Da hinten irgendwo, da leuchtet's. Man sieht nichts und kennt sich trotzdem halbwegs aus mittlerweile. Da ist Wasser. Oh mein Gott. Setz die Kugel wieder in die Säule. Die Säule war jetzt wo? Da. Und das hat Puff gemacht. Yay! Smile! Sprich mit Mutter Gotel. Ich will aber nicht mit ihr reden. Ja, das ist klar, Luna. Mach aber auch gleich eine ganz kurze Mini-Pause. Vielleicht ist auch Spielwechsel angesagt, tatsächlich. Wo ist Mutter Gotel? Ja. Da am Arsch der Welt. Da, wo ich herkomme. Hätte ich mal vorher auf die Karte geguckt.
Und da mache ich auch gleich noch eine kurze Pinkelpause. Oh, gut. Nö. Wo soll die nochmal sein? Sei gleich raus, oder was? Vergnügen. Du hast wieder einmal alle gerettet, wie immer. Du kennst mich doch gar nicht. Ich kenne dich nicht. Ich dachte, du tust nur so, aber du weißt wirklich nicht, wer du bist, oder? Dann will ich die Erste sein, die dich wieder willkommen heißt. In dem Tal, das einst deine Heimat war. Du bist unsere Herrscherin, Majestät. Das war doch klar. Es lag halt einfach auf der Hand. Ich komm schon. Ich bin was? Majestät? Genau. Du warst schon immer die rechtmäßige Herrscherin dieses Tals. Vor langer Zeit hast du dieses Land regiert. Die Dinge liefen gut und du hast dir sehr viele Freunde gemacht. Aber dann hast du dich verändert. Und eines Tages bist du schwuppdiwupp, oh Gott, ich habe mich gerade gewundert, woher die Stimme kommt. Schwuppdiwupp einfach so spurlos verschwunden. Während deiner Abwesenheit begann etwas Böses an Macht zu gewinnen. Bis es das Vergessen auslöste. Wenn du das Vergessen beenden willst, musst du einen Weg finden, es zu erreichen und ein für alle Mal auszulöschen. Erkunde weiter das Land, Majestät. Vielleicht findest du sogar jemanden, der dir dabei hilft. Endlich! Nein, danke, dich will ich nicht, aber deine Haare will ich. Klingt auch irgendwie komisch. Ich will die Haare haben. Wobei die Kette auch cool ist. Sammeln. Okay. Gut. 12 Charaktere haben wir jetzt. Muttergute. Oh Gott, ey. Mini brauchen wir dann noch. Elsa, Ariel, Prinz Erik und Maui. Stimmt, Maui muss ich noch Geld dran scheffeln, damit wir... Ne? Glaub nicht, dass ich die 5000 hier so voll krieg. Hey, du! Oder? Doch, krieg ich. Oh mein Gott. Ich krieg sie voll. Okay, dann kriegen wir Maui auch noch ins Dorf. Da ist der Brunnen. Wir kriegen Maui noch ins Dorf. Perfekt. Weil wir beim nächsten Mal auch nicht schon genug zu tun hätten. Weiß gar nicht. Dienstag oder? Wann auch immer wir das nächste Mal Dinge spielen. Hübsch. Hast du eine Minute Zeit? Hallo Maui. So, das sieht doch schon besser aus. So. Okay, es ist ein Tal. Du meinst es das ernst? Du wirst es hier lieben. Nun, das Essen, das du mir gebracht hast, war ziemlich gut. Wo kann ich mehr davon bekommen? So, Maui haben wir dann auch hier. 13 von 17 Charakteren. Es wird. Es wird. Event. Oh, ich bin offline. Warum bin ich offline? Ich bin nur fehlgeschlagen. Okay, keine Ahnung. Ich bin aus irgendeinem Grund offline. Muss ich nicht verstehen. Egal. Wir speichern. So, dann belassen wir einmal das Spiel. Lokal gespeichert, aber du kannst es, wenn das nicht in die Cloud hochgeladen werden, bist du sicher? Ja, ich möchte es trotzdem beenden. Ich habe hier keine Wahl. Aber es ist gespeichert.